Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute möchte ich mit euch mal wieder shoppen gehen und bin deswegen extra nach Steinfälle gereist. Ja, ich befinde mich hier in Ebenerz. Wenn wir uns einmal die Karte anschauen, Ebenerz befindet sich hier mittig oben. Das heißt, wir nehmen dann auch den Wegschrein von Ebenerz und sind dann schon genau da, wo wir hinwollen. Ja, leider sehen wir auch hier wieder auf der Karte nicht den Stuhl, der uns ja mal anzeigt. Hier werden die Möbel verkauft, aber wie immer mit dem Mausover einfach mal über alle Zeichen drüber gehen und dann stellen wir fest, dass hier ziemlich mittig auf dem Marktplatz der Hausausstatter bzw. die Hausausstatterin Frohilde Schneha, die kennen wir ja schon, und auch der Errungenschaftsausstatter hört, dass mehr zu finden ist. Ja, und da wollen wir einfach mal hin. Das heißt, wenn ihr hier aus dem Wegschrein rauskommt, Richtung Marktplatz schaut, dann seht ihr da hinten auch schon das Banner mit dem Stuhl. Das heißt, das ist dann immer relativ einfach, dann auch die Händler zu finden. Freundin, habt ihr eine? So, da sind wir. Hört das Meer? Haben wir eben festgestellt, Errungenschaftsausstatterin. Wir starten also als erstes mit der lieben Frohilde Schneha. Ein Heim ist nicht vollständig, bis ihr es mit einer Wagenladung an Krimskrams gefüllt habt. Zum Glück für euch ist Krimskrams meine Spezialität. Ja, ich liebe auch Krimskrams, keine Frage. Und bin daher mal gespannt, was die Hausausstatterin so anzubieten hat. So, jetzt sehen wir eigentlich für eine normale Hausausstatterin schon ein sehr, sehr gutes Angebot, nämlich wieder jede Menge Pflanzen. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an und starten hier mit der blühenden Herbstkirsche. Also die Pflanzen sind natürlich passend immer zu der entsprechenden Zone. Also das werden Pflanzen sein, die wir hier draußen auf alle Fälle auch schon mehrfach gesehen haben. Das heißt, es ist so ein bisschen knorkelig mit, ja, so orange-roten Blüten. Und ist also auch eine normale Baumgröße. Wir orientieren uns hier unten immer an diesen Quadraten. Je kleiner die Quadrate, umso größer ist dann auch dieser Baum. Wir gehen einmal weiter und schauen uns hier die verdrehte Aschblume an. Die ist schon ein bisschen kleiner. Ja, Aschblume, sagt es ja schon, aschfarben mit ein bisschen roten Blüten. So, dann haben wir nochmal eine verknorrte Aschblume, auch noch mal ein Stückchen kleiner mit den entsprechenden Blüten dran. Okay, dann geht es weiter mit einem Großmutterhibiskus. Den haben wir definitiv auch schon bei anderen Hausausstattern gesehen. Nichtsdestotrotz mag ich den total gerne. Allein von der Form her, von der Farbe, von der Größe sowieso. Ist also nicht ganz so klein, aber eben auch nicht so riesig. Lässt sich wunderbar in irgendeine schöne Ecke stellen, je nachdem, was für Ideen ihr dann habt. So. Jetzt haben wir eine dunkelelfische Säulenlaterne. Das heißt, hier geht es dann schon wieder in Richtung Beleuchtung. Wir sehen, die ist schon sehr groß. Also wenn wir eben denken, der Baum hatte auch so ein Quadrat. Also schon die Größe eines ausgewachsenen Baumes, auch entsprechend hoch. Und wir können wie bei allen Lichtern das Ganze dann natürlich auch ausschalten, was ich immer sehr langweilig finde. Aber wir sehen auch, so richtig viel Licht macht diese Lampe jetzt nicht. Aber je nachdem, wie ihr euer Heim gestalten wollt, ist es ja vielleicht genau das, was euch gerade noch gefehlt hat. So, es kommen nochmal Pflanzen hinterher, nämlich eine gestutzte Zypresse. Die ist relativ klein, wie wir gerade sehen. Also sowas eignet sich vielleicht so als Hecke oder ähnliches, ein paar nebeneinander zu stellen. Oder wenn man eben kein großes Grundstück hat, dann sind solche kleinen Bäumchen natürlich ideal. So, und danach gleich nochmal eine zerbrechliche Zypresse. Ich hätte es jetzt eigentlich fast ein bisschen kleiner vermutet, aber sie ist höher und schmaler. Also solltet ihr diesen Baum nicht unbedingt dahin stellen, wo er vielleicht vom Wind umgepustet werden kann. Als nächstes kommen die Items, die wir eigentlich bei allen Hausausstattern bekommen, deswegen stelle ich die nicht weiter vor, aber wir haben hier noch eine Hecke
beziehungsweise eine dichte, niedrige Wand. Sowas finde ich auch immer ganz cool. Ich habe das zum Beispiel in einem Haus genommen, um einen Teil ein bisschen abzugrenzen. Also quasi so in einen Naturpferdestall habe ich damit gebaut. Oder wenn man halt prinzipiell irgendwie sein Grundstück in mehrere Ebenen einordnen möchte oder so, dann sind solche Hecken natürlich super. So, dann haben wir hier noch Aloe zum Abschluss. Einmal eine fleischig-rote Aloe. Die haben wir aber auch schon bei anderen Hausausstattern gesehen. Aber ich finde sie auch hübsch, genau wie diesen Hibiskus. Also das sind wirklich sehr, sehr schöne Pflanzen. Und hier das Ganze nochmal einen ganz kleinen Tuck kleiner. Also die finde ich wirklich sehr gelungen. Und sowas kann man im Zweifelsfall dann auch in entsprechende Behältnisse natürlich auch ins Haus stellen. Das muss nicht zwangsweise dann draußen im Garten sein. Gut, wir gehen einmal hinüber zu der Errungenschaftshändlerin. Hört das Meer. Wart ihr es, die diese Sache gemacht hat, von der alle sprechen? Ja, ich glaube, ich habe von euch gehört. Ich liebe diesen Satz. Wart ihr es, die diese Sache gemacht hat, von der alle sprechen? Ich weiß bis heute nicht, von was sie spricht, was sie gehört hat, aber ich war es bestimmt. Wie auch immer, wir wollen mal schauen, was die Gute anzubieten hat. So, wir haben hier 5 Items und ich habe jetzt bewusst auch meinen kleinsten Char genommen, weil hier alles noch rot ist. Das heißt, mit ihr kann ich hier noch gar nichts kaufen, weil ich mit ihr hier noch nicht gequestet habe. Wenn ihr also jetzt ein Item dabei ist, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt haben, dann geht hier einfach schon mal hin. Ihr seht, wenn ihr mit dem Mouse-Over drüber geht, welche Errungenschaft ihr braucht, um das dann kaufen zu können. Und dann müsst ihr diese Errungenschaft halt etwas vorziehen. Ja, Preis steht dahinter. Ihr könnt es dann hinterher auch so oft kaufen, wie ihr möchtet, aber steht auch dabei, wird beim Aufheben gebunden. Also ihr könnt es dann auch nicht weitergeben. Ihr könnt es sicherlich anderen Chars von euch weitergeben, also in die Bank oder so legen, dass ein anderer sich das rausholen kann, aber ihr könnt es dann, wie gesagt, nicht zu anderen Spielern geben. Das geht nicht. So, wir fangen einmal von oben an. Wir haben hier als erstes den Blutbrunnen. Ihr seht, der ist schon wieder um einiges größer. Der nimmt hier also einige Quadrate ein und wir haben ihn dann auch entweder aktiv oder ich kann ihn ausschalten für die, die das dann vielleicht doch ein bisschen zu makaber finden. Aber ich finde, er macht sowohl aktiv als auch inaktiv echt was her. Also das sind wirklich immer so Items, die eben nicht jeder hat. Ja, auf alle Fälle Eyecatcher in eurem Haus oder eben draußen auf dem Vorplatz. Als nächstes haben wir hier einen dädrischen Leuchter. Ups, da spritzt das Blut nochmal nach. Also auch einen Leuchter, den man schön an der Wand befestigen kann. Den finde ich auch mit 5000 Gold jetzt nicht so teuer. Also gerade wenn ihr vielleicht irgendwie eine Burg oder ähnliches habt, dann machen sich diese Leuchter natürlich mega. Also die finde ich wirklich, wirklich toll. So, als nächstes haben wir ein lackiertes Quamaei. Tja, das sind immer so die Belohnungen, mit denen ich nicht so richtig was anfangen kann. Ja, es ist jetzt nicht sonderlich groß, wie ihr sehen könnt. Also ich werde das definitiv noch in mein Museum stellen. Aber ansonsten wüsste ich damit jetzt nicht wirklich was anzufangen. Aber wie gesagt, ist ja schon mal öfter so vorgekommen, dass ihr jetzt sagt, hey, genau so etwas habe ich gesucht. Dann wisst ihr jetzt, das bekommt ihr in Steinfälle. So, dann haben wir hier Serins oder Seriens aufbäumen. Das heißt, das ist im Prinzip so ein Podest, wo man eben was draufstellen kann. Wir sehen auch, es ist nicht ganz so klein, jetzt aber auch nicht so mega riesig, nimmt also so 2 Quadrate ein. Also ein bisschen Platz brauche ich dafür schon. Und ja, dann kann ich halt eine Figur oder was auch immer da oben draufstellen. Idealerweise könnte ich jetzt die Überreste von Ballred da drauf packen. Obwohl die ein bisschen klein dafür sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann sich auch 2-mal das Gute hier kaufen und 2-mal nebeneinander stellen. Also hier so eine brennende Knochenschädelsammlung. Die finde ich ganz cool. Die steht auch bereits bei mir im Museum. Ja, weil das halt wirklich was ist, was nicht jeder hat. Auch das kann man selbstverständlich ausmachen, wenn man es vielleicht nur so als Deko haben möchte. Das finde ich in dem Fall jetzt nicht ganz so schlimm, je nachdem, was man damit vorhat. Aber wie gesagt, man kann es eben auch so als kleinen, ja, ist schon makaber, aber als kleinen Scheiterhaufen benutzen.
Ja, das war's zu den Items hier in Steinfelle. Ich finde, hier kann man wirklich schöne Sachen kaufen, auch beim normalen Hausausstatter. Hier beim Errungenschaftshändler muss man natürlich erstmal einige Quests erledigen, um eben diese Items kaufen zu können. Aber wer weiß, vielleicht sagt er jetzt, ich muss jetzt unbedingt nach Steinfelle und endlich mal dort questen, damit ich diese Sachen kaufen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Questen, beim Housing und beim Spiel sowieso. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sagt damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.